Ja, hallo, willkommen zum Aussteigerkanal. Ich habe eine neue Kamera und die sagt auch, da ist ein Windschutz dabei. Jetzt kommt ein bisschen Wind von links, ich weiß nicht, ob man das dann hört. Vielleicht drehe ich mich doch lieber in die andere Richtung. Ich bin gerade auf einer Wanderung, habe Pause gemacht. Jetzt kommt der Wind von vorne. Jetzt dürfte es eigentlich nicht stören. So in die Richtung. Ja. Jetzt wollte ich mich mal nicht bewegen beim Laufen, sondern ich wollte heute irgendwas erzählen über die Mentalität der Portugiesen. Ja, wo fängt man da an am besten? Ja, eigentlich ist es ein recht nettes Völkchen und freundlich und auch zuvorkommend. Es gibt welche, die mögen Ausländer nicht gern und es gibt welche, die sagen, wieso, wenn die Ausländer nicht wären, dann hätten wir noch viel weniger Arbeit, weil die Ausländer hier die Villen bauen und den Portugiesen meistens schwarz Arbeit geben. Und ja, die verstehen, dass sie da mehr Arbeit durch die haben und andere sagen, ah, die Ausländer, die kaufen unser ganzes Land auf, bald haben wir gar nichts mehr in unserer Hand. Also hier gibt es einfach auch Rassisten, wie in jedem Land. Und ansonsten gibt es noch ein bisschen so einen charakterlichen Unterschied vielleicht zwischen Nord- und Südportugiesen. Norden sind sie definitiv gebildeter und weltoffener und ja, anders. Ja, hier unten, also die Lissabonner, wenn die hier zum Urlaub kommen oder über die Algarve reden, oder die aus Porto, da heißt es halt ja die Algarven, Algarvios, das sind alles Bauern, ne? Haben keine Bildung und das stimmt auch zum Teil. Also die Leute, die 40, 50, 60 und aufwärts Jahre alt sind, die haben ganz wenig Bildung noch, weil das Schulsystem ist ja erst Mitte der 70er geändert worden. Ne, vorher 73 war die Nelkenrevolution, davor der war der Salazar. Ja, der Salazar hat ja seine Leute bewusst dumm gehalten. Da gab es 4 Jahre Grundschule, Lesen, Rechnen, Schreiben und das war's. Ne? Dann, ja, sie sind schon herzlich hier. Also Fußball mögen sie besonders gern und grölen sich auch zu Tode, wenn irgendwie Portugal spielt, sind dann auch patriotisch und ja, ist witzig, die Bars sind voll, der Portugiese trinkt gern Alkohol oder sagen wir mal der Algarvio trinkt gern Alkohol und was haben sie denn da jetzt entdeckt? Jetzt muss ich mal den Zoom ausprobieren. Oh, Zoom, wow. Ach, das ist ja was anderes, diese Kamera. Naja, wow. Muss ich noch lernen, das ruhig zu halten. ja, und ansonsten wird hier morgens gern zum Pica, zum Espresso, noch ein Cognac getrunken. Am besten ein billiger Masiera, der kostet fast nichts. Ein Pica kostet ja auch nur irgendwie 50, 60, 70 Cent. Das sind sehr ökonomische Preise hier in den Gaststätten in Portugal. Aber das finde ich auch gut, sonst können die Armen sich gar nichts leisten, wirklich. Ne? Ja, und ansonsten nicht bevorzugen, aber die Portugiesen, die machen so ein bisschen einen Unterschied zwischen Frauenerziehung und Männererziehung. Also der Portugiese weist seinen Sohn nicht sehr viel zurecht, aber seine Tochter andauernd. Also ich habe 5 Jahre mit einem Portugiesen zusammengelebt und auch seine Familie kennengelernt und habe alle Feiertage mit ihm begangen, habe so richtig Portugiesenleben gelebt, wie so eine portugiesische Frau im Prinzip. Und da habe ich auch gesehen, dass die Mädchen die ganze Zeit zurechtgewiesen werden. Sitz gerade, sprech nicht beim Essen oder weiß der Henker was. Du gehst nicht mehr raus, du wäschst jetzt die Hände und helft der Mama das Geschirr abspülen und helft der Mama den Tisch decken und der kleine Junge, der darf draußen sein und weiter Ball spielen, weil der kleine Junge muss bei sowas nicht helfen. Es ist halt noch sehr getrennt, was so die Frau macht und was so die Männerarbeiten sind. Noch irgendwie halt in meinen Augen eher rückständig. Ne? Ja, jedenfalls, guck mal, der kleine Muck, der kann nicht über die Blumen hinwegschauen. Der springt wie ein Reh, wo ist er denn? Da. Oh. Ich habe irgendwas gefunden. Ja, ansonsten, wenn der Portugiese Wolken am Himmel sieht und er ist ein Bauarbeiter, dann geht er wahrscheinlich gar nicht erst zur Arbeit, dann geht er einfach in die nächstbeste Bar und fängt das Trinken an, auch wenn es schon morgens ist.
weil dann ist es ein Regentag. Dann heißt Shuva, um die Erde Shuva, und dann wird halt in die Bars gegangen und getrunken. Und das ist hier ganz üblich. Da es hier sehr selten regnet, passiert es auch sehr selten, aber manchmal hat man eben Jahre, da regnet es öfter und dann sind die nur noch betrunken, die Leute hier. Und ansonsten gilt dasselbe wie in Griechenland oder Italien oder Spanien oder in irgendwelchen heißen Ländern. Ja, ist mein Auto schon fertig in der Autogarage? Nein, Amanya, bei den Spaniern Manana. Und ne, also dann rufe ich morgen, besagten Morgen wieder an und dann ist das Auto immer noch nicht fertig. Das heißt wieder Amanya. Und da muss man sich halt dran gewöhnen irgendwie. Also es ist schon so, dass man auch zum Beispiel im Supermarkt an der Kasse steht und die Frau vor einem ist schon eigentlich fertig und ihre Waren sind schon übers Band gezogen und dann fängt die das Quatschen an mit der Kassiererin und obwohl sie schon fertig ist, sie könnte einpacken und gehen, tut sie aber nicht. Weil sie muss halt noch was gequatschen mit der Kassiererin, weil die kennt die halt persönlich und dann stehst du halt vielleicht manchmal auch 10 Minuten da, ohne dass es weitergeht. Aber kein Mensch beschwert sich. Also am Anfang ist es schwer für mich gewesen, da nichts zu sagen. Aber das lernt man mit der Zeit. Also ich bin ja auch schon seit 30 Jahren weg aus meinem Land und ich habe das schon verinnerlicht. Oder du bist auf der Straße, plötzlich bremst dir vor, der fährt zwar ran, aber du kannst ihn nicht wirklich überholen, weil da kommen Autos auf der anderen Spur und fängt an mit einem Passanten zu reden und redet und redet und redet. Hinter mir noch einer, dann noch einer und dann noch einer und noch einer. Da stehen schon 5, 6, 7, 8 Autos und er redet einfach weiter und er fährt aber auch nicht weiter. Ja? Und keiner hupt, nicht einer hupt. Und das finde ich aber schon toll. Also da wäre in Deutschland, würde ich ja nur zwei Sätze sagen und ich müsste stehen bleiben, weil sich einer unterhalten will, da würden ja alle gleich hupen. Also es geht ja gar nicht in Deutschland. Ne? Also und das finde ich das Schöne hier. Wenn man auch selber mal innerlich einen Gang runtergeschalten hat, dann ist sowas auch gar nicht mehr schlimm, wenn man warten muss. Ne? Und ja, ich finde, das wird uns allen mal ganz gut tun, den Gang runterzuschalten. So, ne? Mal gucken, wie die Kamera ist. Ist die gut, die Kamera, Leute? Ich bin ja gespannt, wo ist denn die Blume? Ich halte eine Blume fest, aber ich kriege die nicht. Hier. Oh, das sieht aber scharf aus. Wow. Naja, ich bin ja gespannt, ob die besser ist und ob die wirklich einen Windschutz hat. Ja, was fällt mir noch ein zu der Mentalität der Portugiesen? Ja, arbeiten. Manche arbeiten langsam und schlecht und bemühen sich wenig zu arbeiten. Wenn sie auf der Baustelle arbeiten oder so, weil mein Portugiese war Bauleiter, könntest du sagen. Und andere arbeiten richtig gut und schnell. Und also da gibt es Unterschiede, wie wahrscheinlich überall auf der Welt. Dann Mentalität. Ja, Tiere mögen sie nicht so. Also ein Hund darf zum Beispiel nie ins Haus. Ganz selten, dass die Leute in der Stadt und im Apartment haben. Wirklich ganz selten. Das gibt es natürlich auch in jedem anderen Land, aber eher weniger. Meistens, also hier auf dem Land an der Algarve, da heißt es auch, die Kinder haben alle Angst vor Hunden, wenn man auf der Straße lang geht mit meinem Hund, also der hier ist ja recht groß, dann versteckt sich schon mal das Kind hinter dem Erwachsenen und schreit, der Junge schreit, Mama, ich habe Angst, und das Mädchen kreischt und schreit und weint meistens und hält sich auch am Oberschenkel der Mama fest und will gar nicht weitergehen und ist hysterisch und muss dann an dem Hund vorbeigezerrt werden, weil es so Angst hat. Man kriegt dann vorwurfsvolle Blicke, was einem überhaupt einfällt, mit dem Hund überhaupt am Gehsteig zu laufen. Die Männer sagen einem dann, das willst du mit dem Hund hier, der muss zu Hause bleiben beim Haus, sonst wird doch das Haus überfallen, du musst doch den Hund hier nicht durch die Gegend fahren. Die halten die Ausländer halt für bescheuert, dass die sowas machen. Ne? Also der Hund gehört für die nach Hause an die Kette. Da ist der Platz vom Hund. Es gibt natürlich auch Portugiesen, die lassen nicht frei im Garten laufen, das ist aber auch eher die Ausnahme. Ja, was fällt mir noch zur Mentalität ein? Also was habe ich schon gesagt? Sie mögen Fußball. Sie mögen Hunde nicht so sehr. Sie fahren gern Pickup. Also hier gibt es viele alte Pickups, ist auch geil. Dann die meisten Neuwagen, die man hier sieht, die sind alle auf Kredit gekauft. Hier braucht man nur einen kleinen Monatsgehaltsabrechnung. Also dann könnte ich auch mit der Gehaltsabrechnung zu Porsche gehen und mir einen Porsche kaufen. Hauptsache ich gebe genug von meinem Gehalt ab und zahle es monatlich ab. Das würde ja in Deutschland auch nicht gehen, aber hier geht es. Dann, weil hier sind auch die meisten Wohnungen, die kann man nicht mieten, sondern muss man kaufen. Ne? Also das ist schon, ist das nicht schön gelb hier, Leute? Ja.
Der Fidel frisst die ganze Zeit irgendwelche alten Oliven, die mögen sie wirklich. Fidi! Komm her! Fress nicht so viele Oliven, Fidel. Fress nicht so viele Oliven, Fidel. Wollen wir mal weitergehen? Ja, sonst fällt mir eigentlich nicht mehr viel ein zu der Mentalität. Vielleicht mache ich noch mal ein Video, wenn mir noch ein bisschen mehr einfällt. Jetzt fällt mir gerade nichts ein. Wenn ihr Fragen habt, dann sagt mir Bescheid unterm Video. Ich beantworte die dann, okay? Also, tschüss.